Willkommen zurück bei Father and Son Play for Fun. Und jetzt der zweite Teil. Und es kann noch richtig Gold hageln. Denn noch haben wir nicht alles geschafft. Hier sieht's richtig gut aus. Noch gleich ein Pferdepflegeprodukt herstellen. Was ein Wolle, fast ein Zungenbrecher. So, und was müssen wir sonst noch schaffen? Sechs Herausforderungen. Also, Zähigkeitstonika, das machen wir jetzt gleich. Schwarzbrenner, tanzen. Das würde ich mir gerne ersparen. Und euch auch. Ein Fläschchen brauchen wir noch. Ja, und Familienerbstücke. Da wissen wir schon, wo es ist. 20 Spenden. Das wird eine heikle Nummer. Denn der Kollege hier. Oh, es könnte klappen. Der kann gar nicht mehr arbeiten. Und warum nicht? Weil die Waren voll sind. Okay, dann machen wir es erst anders. Wir prüfen mal eben, ob wir an den verdächtigen Stellen ein Fläschchen finden. Denn da fehlt uns ja nur noch eins. Dann düsen wir eben in die kalte Ecke. Ja, Truthähne haben wir genug. Ich hoffe, hier ist eine Flasche. Aber hier vibriert gar nichts. Und hier ist auch nichts. Aber eine Ratte ist hier. Wo ist sie denn jetzt hin hier? Da. Die will nicht. Jetzt ist sie weg. Okay. Dann nehmen wir wenigstens die Arznei mit. Wo ist mein Pferd? Da ist es. Dann noch eben da hinten. Zu der Stelzenhütte. Oh. Ja gut. Was soll's? Ja, das war auch ziemlich mutig. Aber muss auch mal sein, ne? Aber wenn hier jetzt auch keine Pulle ist, dann ist traurig. Dann bin ich traurig, ja. Aber da ist auch nichts. Und zum Ausbuddeln ist hier auch nichts. Wobei wir sagen müssen, manchmal, ja, da vibriert das ja auch gar nicht. Dann noch eben zu der letzten Stelle. Wobei, wir müssen uns ja auch gar nicht beeilen, ne? Wir machen ja zwei Teile. Vorhin hatten wir einen kleinen Netzwerkfehler. Auch das kann ja mal vorkommen. Dann buddeln wir jetzt hier mal eben noch den Spaß aus. Aber wenn da jetzt auch keine Pulle ist, dann müssen wir ja nochmal zur Schwarzbrennerei. Ne, aber hier ist auch nichts. Dann gucken wir wenigstens, ob wir hier ein paar Ratten finden. Jawohl, jede Menge. Mehr. Ja, dann sammeln wir die erstmal ein. Kann sich nur um Stunden handeln. Aber das spielt ja keine Rolle. Ja? Wir haben ja Zeit. Aber so eine Schnapspulle hätte ich schon noch gerne. Die Ratte will er irgendwie nicht. So, jetzt hat er sie.
Das ist eine Betäubungsmunition. Egal. Auch hier checken wir mal eben. Können wir jetzt den Schwarzgebrannten mitnehmen. Und den Schmuck. Mal gucken, ob hier noch was ist. Ja gut. Das wäre auch dann zu viel des Guten. Erstmal hier die Moon wechseln. Bewegen hier. Gucken, ob hier noch was ist. Nee. Aber da rennt noch was weg. Der Gute, da ist er. Ja, das mit dem Netzwerkfehler vorhin, da muss ich sagen, das hat mich ja ein bisschen genervt. Aber ganz ehrlich, es ist, wie es ist. Manches kann man einfach nicht ändern, ne? Muss man auch mal annehmen dann. Wir sind hier checken, ob hier noch was zum Ausbuddeln ist. Nö. Ja, dann machen wir jetzt ein Pferdepflegeprodukt. Was auch immer das sein mag. Ja, wenn Pferdenahrung reicht, das ist ja sinnig. Zack, 0,2. Dann düsen wir jetzt eben ins Lager. Mal alle 7 da, habt das gesehen. Gibt dann nochmal XP, denke ich. Da habe ich nämlich so drauf geachtet. So, 20 Tierchen. Oh, hier haben wir schon mal 7. Und da auch. Machen wir denn noch irgendwas Schlechtes hier? Ah, die ist schlecht. Yes, beggars can't be choosers. Haben wir nicht noch irgendwo? Auch schlecht. Okay, then. No comment. Bin mir wieder nicht aufgepasst. Den hauen wir auch mal raus. Thank you. Wie viel haben wir denn jetzt? Na komm. Da, 7 von 7 täglichen Herausforderungen erledigt. Und jetzt noch 2 Tierchen. Dann haben wir das. Auch erledigt. Und dann machen wir die Tour nämlich nicht und sparen uns die Zeit. So, dann hauen wir uns jetzt noch das Tonikum rein. Immer schön kalte Füße holen. Jetzt brauchen wir noch 4 Dinge. Ja, schön wäre, wenn wir noch ein legendäres Tierchen finden. Händler. Versorgungsmission machen wir nicht.
Wollen wir gleich den Kopfgeldjäger noch irgendwas machen. Dann sind wir ja gefühlt auch schon durch. Minus 16 Grad. Da sollte ihm gleich kalt werden. Oder auch nicht. Bisschen Geduld. Ja, ein richtiger Goldrausch heute. Jetzt ist es soweit. Auch durch. Auf nach Blackwater. Ja gut, das vorhin mit dem Netzwerkfehler, also wurde ja nicht angezeigt, aber ich vermute das. Da muss ich mal gucken, ob das hier an meiner Bude liegt. Das kann ja durchaus sein. So, hier war irgendwo das Familienerbstück. Okay, das ist da. Ah, okay, das wird im Saloon sein oder so. Dann gucken wir mal eben, ob hier ein Schnapsfläschchen liegt. Nee, auch nicht. Ja, gut. Ja gut, prinzipiell nicht gut, aber es ist, wie es ist. Auf in den schicken Saloon hier. Oder? Ah, nee. Dann liegt das gar nicht hier. Da. Dann war einer schon so nett und hat das hier direkt nach draußen gelegt. Haben wir das auch. Familienerbstücke gefunden? Hatte ich da nicht schon zwei? Boah, das andere ist hier. Das geht doch gar nicht. Da habe ich ja gar... Na gut. Es geht nicht immer nach Bock. Oh, 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 oh. Da ist noch... eine Tarotkarte. Der nette Bluthund hier lässt uns auch in Ruhe. Dann düsen wir gleich nochmal zur Emerald Ranch und, ja. Sehen mal zu, dass wir das Familienerbstück da bekommen. Heben wir ein Stückchen raus, dass wir das Lager aufschlagen können für die Schnellreise. Aha. Mit Glück erledigen wir jetzt das auch noch. Auch erledigt. Ja, den holen wir uns nicht. Den brauchen wir ja nicht.
Ja, aber sind schon wieder 15 Minuten. Das ist Wahnsinn heute. Und wie immer gerne querfeldein. Das macht ja auch am meisten Spaß. Ehrlich gestehen, die Gegend hier finde ich nicht nur eigentlich, die finde ich ganz schön. Das war knapp. Was ist das denn hier? Ist das eine versteckte Hütte oder so? Wie war das denn? Ja, irgendwann war doch hier. Ja, alles klar. Erstmal gucken, kann man hier sonst noch was abstauben? Auch durch. So, dann fehlt uns jetzt eine Sache noch. Naturkundler sind wir durch. Ja gut, jetzt könnten wir noch im Kopfgeldjäger was machen. Oder wir finden noch eine Schnapsflasche. Tja, was jetzt clever? Das war nicht clever. Dann müssen wir jetzt nochmal das Pferd füttern. Und jetzt gibt's mal richtig was. Tja, wo gibt's Schnapsflaschen? Das ist jetzt die große Frage, ne? Was sagt überhaupt die Uhrzeit? Ach, 18 Minuten erst. Ist hier was? Verdienen wir erstmal Kohle. Jetzt kochen wir uns erstmal was Gescheites. Smell that stew, huh? Delicious. Oh, sehe ich da eine Straßensperre? Die räumen wir auf. Da finden wir vielleicht eine Pulle. Und dann könnten wir sogar zur Schnapsbrennerei zurück und eben eine neue Maische ansetzen, denn dann gibt es ja Rabatt. So, wollen wir mal gucken, ob das geht hier. Oh, der will nicht.
Ja, jetzt haben wir es gleich, ne? Jetzt müsste ich vielleicht doch mal treffen. Nein, bin ich nicht. Weil manchmal haben die ja Schnapsfläschchen dabei, ne? Oh, dann könnte heute bei Gas eine sein, wenn hier nirgendwo eine ist. Antike Schnapsflasche gefunden. Da seht ihr das 0206. Also, auch das ist heute erledigt. Drei Schnapsflaschen gefunden. Ich denke, die Rollenherausforderung 9 auch erledigt. Ja, dann. Wie sagt man so schön, sind wir glatt für heute. Also besser ging es ja heute nicht, oder? Dann gucken wir mal eben. Da seht ihr es. Tägliche Herausforderungen. Alles erledigt. Können wir mal eben hier nachschauen. Wo ist das denn? Fortschritt. Auszeichnung. Wettbewerb. Das ist bestimmt allgemein, oder? Ja. Auch noch ein paar Schätze finden. Plündere Gegner. Da ist es. Schließe Wochenserien ab. 15 von 15. Also 18 von 20 abgeschlossen. Können wir auch mal zurücksetzen. Hier auch nochmal. Da gibt es dann auch nochmal ein bisschen Gold. Hier ist nichts mehr zu reißen. Und dann jetzt noch eben zur Schnapsbrennerei. Und wenigstens eben dem Franzosen noch ein bisschen Arbeit machen. Dann wollen wir mal. Ja, die habe ich auch. Da, $30. Mhm. Reasonable trade. Das sieht doch hier gut aus. Yes, this will work very nicely. À la prochaine. So. Was sagt die Uhr? 23 Minuten. Dann machen wir heute mal in der Bar Schluss. Wie viel Gold verdient, da können wir uns heute mal eingönnen. So, das war ja quasi eine Goldrausch-Folge heute. Vielen Dank für euren Besuch, abonniert den Kanal und bis zum nächsten Mal bei Father and Son, Play for Fun.